Ja, hallo, herzlich willkommen. Da es unser erster Bericht ist, hole ich mal weit aus. Der Flughafen ist eigentlich seit 6 Jahren geplant. Wir haben ihn uns immer gewünscht und vor 5 Jahren habe ich schon Tests gemacht mit den ersten Flugzeugen. Das war damals noch mit so einem Rad in der Mitte hier als Antrieb. Aber da hat sich doch gezeigt, dass wir damit keine realistischen Flugbewegungen machen können. Und gegen die Rampe spricht natürlich, dass ein Flugzeug, wenn es landet, nicht so runtergeht. Dann würde ich mir als Passagier wirklich ernsthaft Sorgen machen, sondern mit der Nase oben runterkommen. Und diese Lösung galt es zu finden. Und was am Anfang ganz einfach klang, wir nehmen einfach 2 Stangen, mit denen wir hin und her fahren können und die können wir einzeln hoch und runter ziehen, ist halt eine Riesenaufgabe geworden. Das möchte ich als erstes mal so ein bisschen zeigen, was eigentlich dahinter steckt. Das hier ist ein 18 Meter langes Aluminiumgestell. Insgesamt, das steht schon seit fast 2 Jahren, weil wir da angefangen haben, die ersten Tests zu machen. Ist seitdem mehrfach umgebaut worden, weil wir sind alle keine Ingenieure und mussten hier und da auch mal Lehrgeld zahlen. Aber das Gestell funktioniert wunderbar mittlerweile. Es dient dazu, einen Schlitten 18 Meter lang hin und her fahren zu können. Das ist das Herzstück unserer 18 Meter langen Startkatapult oder Startrampe. Und zwar sieht man hier 2 Linearantriebe, die 2 Stangen, hier sind sie, hoch und runter bewegen können, unabhängig voneinander. Das Ganze muss natürlich fahren können und stromversorgt sein. Deswegen war eine der Herausforderungen, einen so langen Kabelschlepp zu bauen. Und auch hier die Kabelschlepps alles so unterzubringen, dass sich nichts stört. Wie gesagt, wir sind keine Ingenieure, es ist für uns das erste Mal gewesen. Und wir sind eigentlich sehr stolz und glücklich, dass das jetzt eigentlich schon seit 4 Wochen dauerhaft betrieben wird und noch nichts kaputt gegangen ist. Dass das Ganze etwas aufwendiger geworden ist, als wir geplant haben, sieht man auch an diesem Schaltschrank. Das ist der Schrank, der nur die beiden Linearantriebe und den langen Katapultantrieb steuert. Der wird im Endeffekt komplett voll sein, weil wir auch noch ja die beiden Hebesenkmechanismen in Betrieb nehmen müssen. Und auch unsere Tarnung wiederum noch eine sehr ausgewiefte Geschichte wird, mit dem Versuch, möglichst die Flugzeuge sehr unauffällig verschwinden zu lassen. Wenn die Flugzeuge irgendwann gestartet sind, verschwinden sie in einer Kulisse und müssen ja irgendwo hin. Das heißt, sie werden abgesetzt wieder von den Stangen, fahren dann auf dieses Gestell und können dann unter der Anlage auf 3 verschiedenen Ebenen aufgeteilt werden. Und ganz unten gibt es die Möglichkeit zu umfahren, also wieder zurückzufahren zur anderen Seite, falls wir mal die Startrichtung wechseln wollen. Durch ein kleines Malheur ist ja die Steuerelektronik leider von dem Flugzeug gerade vernichtet. Deswegen muss ich ihn mit der Hand schieben. Hishi für Gerrit oder irgendjemand, der mir kleine Kreuzschritt-Schlitzschraubenzieher und Mini-Imbus bringen kann, der A380 hat innen einen Kurzschluss und fängt gerade ganz wild dran zu rauchen. Und ich kriege ihn nicht auf, weil der so zugeschraubt ist. Ich brauche dringend jemanden am Flughafen, der mit kleinen Kreuzschraubenzieher und einem kleinen Imbus mal hochkommt. Schnell. Da unten. Im Endeffekt ist es jetzt auch egal, weil ja, das nicht, ist sowieso alles verschossen. Damit hatten wir ein Fahren in 380. Also bei fast allen Sachen ist der Weg das Ziel. Das heißt, die Motivation ist einfach die Freude und der Spaß an der Sache. Aber hier beim Flughafen wandelt sich das doch an einigen Tagen mittlerweile in das Ziel ist das Ziel. Und die Motivation ist einfach die Vorfreude auf den Tag X, wo das mal alles im Dauerbetrieb, und der Dauerbetrieb ist ja das A und O, mal funktionieren wird. Darauf freue ich mich einfach und bin sicher, dass wir das irgendwie hinkriegen werden, auch wenn der Weg so steinig ist. Jetzt haben wir hier schon wieder ein kleines Problem. Ich weiß noch nicht genau was. Die Stange knirscht. Wahrscheinlich kommt das von unserem kleinen Unfall, den wir Freitag hatten. Okay. Der ist auch so ehrgeizig, der wir Stunden nicht sind, bevor das Problem ist. Guck mal, jetzt fängt er an zu schubbern. Das ist das Problem. Und ich weiß nicht, wo das herkommt. Das war plötzlich da. Das ist zum Beispiel eine ganz entscheidende Geschichte. Wenn die Hauptfahrwerke hinten nicht exakt geradeaus stehen, dann stimmt der Geradeauslauf nicht. Und dann rutscht wie jetzt das Bugrad aus dem Schlitz raus und findet seinen Weg nicht mehr. Wir hatten in den letzten Tagen ein paar Tests, dass der Lenkmagnet versucht hat, wieder in die Mitte zu finden, das Rad aber mit einem Rad im Schlitz steuerte. Und da haben wir momentan so ein paar Ansätze von Ideen, aber das ist so eine der Hauptaufgaben für die nächsten 2 Wochen, das Problem zu lösen. Das sind so die kleinen Ideen, die einem Freude machen, dass die Rundung in dem Treppenfahrzeug, was ans Flugzeug ranfährt, tatsächlich es schafft, dafür zu sorgen, dass die Höhe genau richtig eingestellt wird, in dem Moment, wo er ans Flugzeug kommt. Funktioniert wunderbar. Ich hoffe, dass es auch der Alltag so bringt. Das Flugzeug muss so zurückgepusht werden, dass es ein bisschen schräg rauskommt. In der Realität kommt es zwar ganz um die Kurve, aber das ist zu hohes Risiko. Denn wenn das Flugzeug ein bisschen schräg reingekommen ist, würde sich beim Zurückschieben
das Flugzeug um die eigene Achse drehen. Und das darf natürlich nicht passieren, weil auf den Nachbarpositionen und auch gegenüber stehen ja wieder andere Flugzeuge und die würden dann abgeräumt werden. Das heißt, wir haben immer wieder versucht, die perfekten Einfahrtsradien für jedes Flugzeug, da gibt es einen bestimmten Weg, den es nehmen muss, so hinzukriegen, dass bei jedem Pushback, und wir haben das x-mal wiederholt, das Flugzeug immer in einem bestimmten Fächerradius steht und nicht zu weit mit dem Hintern um die Kurve kommt. Aber bis jetzt, zumindest im Testbetrieb, funktioniert das alles wunderbar und ich schätze mal in ungefähr, nicht für die nächsten 2 Wochen, so weit wollen wir eigentlich nur vorausschauen, aber irgendwann im neuen Jahr, am Anfang vielleicht, wenn wir Glück haben, werden wir das erste Mal auf einem ersten Stück fertige Anlage sehen können. Aber in den nächsten 2 Wochen sind eigentlich Optimierungen geplant und der Startschuss für die Startbahn für die endgültige Version mit Beleuchtung soll dann irgendwann soweit sein, wenn der Plan fertig ist am Rechner.